Hallo Matthias, wir haben Hallo. ja heute schon einiges gehört über ABAP in der Cloud, über ABAP Steam Bank, über SAP Business Technology Plattform, ABAP Environment. Wir haben auch schon ein paar Coding-Beispiele gesehen, wo es dann geheißen hat, okay, in der SAP, in der ABAP Cloud, im Steam Bank, müsste man das dann anders programmieren. Und wie man das anders programmieren muss und was man da zu beachten hat, das wird uns jetzt der Matthias Jäger erzählen in seinem Vortrag in ABAP in die Cloud, ein Erfahrungsbericht einer Custom Code Migration in die SAP BTP ABAP Environment. Matthias, bitte sehr. Ja, herzlichen Dank. Willkommen von meiner Seite zu dieser ABAP-Conf-Session. Mein Name ist Matthias Jäger, ja, passionierter ABAP-Entwickler, schon seit vielen Jahren freiberuflich tätig, seit kurzem und vormals bei der All4One Group langjährig unterwegs, zum Beispiel in der Lösungsentwicklung. Und dabei ist ein Produkt entstanden, EDXACT. Da bin ich einer der Hauptentwickler bzw. Architekt der Lösung und hatte da die Gelegenheit, ja, die Lösung nach Steampunk, also ins ABAP-Environment, zu migrieren. Und die nächste Zeit, da möchte ich euch einfach einen Erfahrungsbericht geben, was wir da gemacht haben auf einer gröberen Ebene und was wir, ja, wie wir da vorgegangen sind. Das heißt, ich erzähle erstmal ein bisschen was zur Ausgangssituation, das heißt zum Kontext, Projektkontext, in dem wir uns bewegen, damit wir auch verstehen können, wie denn die Lösungsstrategie für die Custom Code Migration denn aussah. Dann gehen wir ein bisschen mehr ins Detail und ich erzähle ein bisschen was über die Designtaktiken, die wir angewendet haben im Rahmen des Projektes. Dann geht es über. Ja, wenn wir unter Steampunk sind, dann kommen wir an der Stelle an RAP auch nicht vorbei und wollen damit die Geschäftslogik, die EDXACT in sich trägt, verschalen. Dann gehe ich kurz noch auf zwei Querschnittsthemen ein, nämlich das Thema des UI bzw. das Multi-Tenancy-Thema bzw. der SaaS-Fähigkeit dann von EDXACT unter Steampunk. Und zum Schluss gibt es noch ein kleines Fazit zur Ausgangssituation des Projektes. Also EDXACT ist ein Produkt der All4One Group und ist eine ABAP-basierte EDI-Messaging-Software. Es gibt aktuell 180 produktive Installationen, also zum Projektzeitpunkt. Und die Software ist lauffähig ab einem Basisrelease 7.02, beziehungsweise dann auch damit kompatibel mit SAP ERP und auch mit SAP S/4HANA. EDXACT wurde 2014, haben wir angefangen mit der Entwicklung und da auf dem nackten ABAP-Stack entwickelt. Das heißt, die Software selbst hat keinerlei Abhängigkeiten in Richtung Anwendungsfunktionalität, also zum Beispiel SAP Apple. Und das war dann natürlich ja, hat sich natürlich angeboten, dann zu sagen, als wir gehört haben, es gibt aber in der Cloud, dann auch zu sagen, wir wollen dann EDXACT, ja, da vorne mit dabei sein und das Produkt auch in die Cloud bringen. Hier auf der rechten Seite seht ihr das Kernbewegungsdatum von EDXACT, nämlich die EDI-Nachricht selbst. Also die, wenn es um unternehmensübergreifenden Datenaustausch geht, die dann eine entsprechende Nachricht von einem Unternehmen an ein anderes Unternehmen, einen anderen Partner verschickt. Das kann zum Beispiel also in der Automobilindustrie sehr beliebt. Das kann also ein Lieferabruf sein oder Materialbedarfe gemeldet werden an den Lieferanten und da das Ganze elektronisch übermittelt wird in verschiedensten Standards, verschiedensten Nachrichtenstandards und verschiedensten technischen Kommunikationskanälen. Da sehen wir also hier zum einen die Kopfdaten der Nachricht mit Senderinformation, mit einem Senderformat, mit einem empfangenden Format und generell Empfängerinformation und dann hier unten zwei abhängige Entitäten,
der Nachricht, nämlich einzelne Verarbeitungsschritte, zu denen ich später noch komme, und Referenzen, also zum Beispiel, wenn eine Bestellung angelegt oder geändert wurde, dann steht die hier auch drin. So, wir hatten auch verschiedene Projektziele im Rahmen der Custom Code Migration. Das heißt, zum einen sollte das Produkt selbst natürlich weiter wartbar und änderbar bleiben. Das bedeutet, wenn wir das Ganze in die Cloud bringen, dann wollen wir Code-Redundanzen oder semantisch gleiches Coding auf ein absolutes Minimum reduzieren. Die zweite qualitative Anforderung war die, auch weiter auslieferfähig zu sein. Das heißt, die On-Prem-Installation weiter regelmäßig mit Updates, Bugfixes und so weiter beliefern zu können, das während die Custom Code Migration läuft. Und ein weiteres Ziel, dass also das Produkt auch weiterhin in den verschiedensten Umgebungen, die ich vorhin genannt habe, auch lauffähig ist, in aber ja vielleicht einen leicht angepassten Funktionsumfang. Dann, wenn wir in die ABAP Cloud gehen oder in Steampunk, Richtung Steampunk gehen, dann sollte die Lösung auch SaaS-fähig sein und die Multi-Tenancy-Fähigkeiten von Steampunk nutzen. Last but not least soll natürlich auch ein modernes Fury UI bei rausspringen. Das Floorplan Manager UI, das ich vorhin gezeigt habe, natürlich abgelöst werden, weil das ja auch so in der Steampunk nicht lauffähig ist. Die Codebasis selbst besteht aus ungefähr 3000 Entwicklungsobjekten mit eigenem recht umfangreichen Datenmodell. Und was bereits sozusagen vorhanden war, ist, dass die Codebasis schon eine recht gute, saubere Trennung zwischen Fachlichkeit und Technik vorweisen konnte, beispielsweise durch geeignete Paketbildungen, durch entsprechende Paketierung in einzelne Fachkomponenten, Auslagerung von UI-Paketen oder von UI-Aspekten, eigene Pakete, diese Dinge. Und die einzelnen Fachkomponenten, also die fachlich motivierten Pakete, die die Geschäftslogik beinhalten, haben einen eigenen dedizierten API-Layer, zu dem ich später noch ein bisschen was sage. Und auch eine umfangreiche automatisierte Test-Suite war bereits da. Und da fand ich es, by the way, ganz besonders spannend, über Testdatencontainer heute auch nochmal was zu erfahren. Also zu dem Zeitpunkt hatten wir auch EK-Testdatencontainer in Teilen verwendet für parametrisierbare Tests. Kann ich also diesen Ansatz nur empfehlen. Und würde mir da tatsächlich auch wünschen, wenn Testdatencontainer auch unter Steampunk zur Verfügung stehen würden. Das wäre eine richtig coole Sache. So, dann haben wir noch, um den Kontext abzuschließen, haben wir natürlich noch technische Rahmenbedingungen, die Steampunk selbst vorgibt, an die wir uns dann orientieren müssen. Zum einen, wir haben cloud-bereinigtes ABAP dort. Nicht alle Objekttypen werden da unterstützt. Logischerweise, wenn also keine SAP-GUI unterstützt wird, dann auch keine ausführbaren Programme oder Suchhilfen beispielsweise. Dann gibt es ein Whitelisting-Konzept. Also wir dürfen nur freigegebene Entwicklungsobjekte verwenden, sonst schlägt der Syntax-Check an. Und es gibt auch unter Steampunk eine neue Anwendungsinfrastruktur. Also das heißt, beispielsweise das Berechtigungswesen, also das IAM, Identity and Access Management, das ist neu. Also wenn man jetzt nicht von S4HANA Public Cloud kommt, dann, wenn man von der On-Prem-Welt kommt, dann ist das definitiv neu. Anwendungsjobs gehen technisch ein bisschen anders und so weiter. Entwicklungsumgebung, da wissen wir ja, dass die ABAP Development Tools da die einzige Möglichkeit sind, unter Steampunk zu entwickeln. War jetzt für uns an der Stelle kein Thema, weil wir auch die On-Prem-Version von EDXACT bereits damals unter 7.31 schon mit den ADTs entwickelt haben in großen Teilen. Und eine explizite Gateway-Programmierung ist nicht möglich, beziehungsweise auch nicht nötig unter Steampunk. So, die Lösungsstrategie selbst, wie sieht die aus unter diesem Kontext? Da gibt es zwei Grundsatzentscheidungen, die wir uns zugewandt haben, nämlich
Gehen wir mit einer Codelinie an den Start, also einer gemeinsamen Codelinie für On-Prem und Cloud, also mit einem großen fachlichen Kern, oder koppeln wir die Codelinien komplett voneinander ab und sagen, dass wir importieren einmal das Coding von On-Prem in Steampunk und da ändern wir einfach ab, sodass das Ganze kompatibel mit Steampunk ist, aber nicht mehr kompatibel mit On-Prem. Und zweite Grundsatzentscheidung natürlich, welche Funktionalitäten wollen wir übernehmen? Oder welche machen in der Cloud keinen Sinn mehr oder können wir gar nicht so einfach übernehmen? Beispiel, ein File-Adapter von IDEXACT, der Dateien entgegennehmen kann und auch wieder schreiben kann, haben wir so als Dateischnittstelle in der Cloud nicht zur Verfügung. Also ist das ein Funktionsumfang, der schon mal rausfällt. Wir haben uns dafür entschieden, für den großen Kern der Anwendung, also den großen Fachkern, eine Codelinie zu fahren. Das heißt, wir haben also einen großen Teil, der sowohl on-prem als auch in der Cloud lauffähig ist. Trennen infolgedessen die On-Prem- und Cloud-Bestandteile in verschiedene Pakete, logischerweise. Und bestimmte On-Prem-Pakete entfallen schon mal gleich ganz, wenn wir beim Thema Funktionsumfang oder auch welche Peripherie wollen wir mitnehmen, also welches UI zum Beispiel. Da mussten wir also jetzt nicht hergehen und Artefakte, die das UI ausmachen, rausmodularisieren oder rauspaketieren. Die waren ohnehin schon in eigenen Paketen da. Also das war an sich auch schon mal eine gute Voraussetzung, diese Strategie zu fahren. So, das Zielbild, das sieht so aus, dass wir hier einen Schwung an Paketcluster haben, die natürlich in sich auch wieder wohldefinierte Abhängigkeiten untereinander haben, aber die mal im Groben, wenn wir das Custom Code Migration Projekt sehen, die Verantwortlichkeit haben hier oben, dass wir einen Schwung an Paketen haben, die sind nur in der Cloud da. Ja? Da haben wir also je Fachkomponente ein eigenes Paket, korrespondierend zu dem On-Prem-Fachpaket oder Fachkomponente, eigenes Paket, wo dann RAP-Objekte, IAM-Objekte und plattformspezifische Implementierungen drin sind. Wir haben dann einen Paketcluster, wo eigentlich der große fachliche Kern von IDEXACT bzw. IDE Cloud enthalten ist, sind die ganzen Fachkomponenten drin. Und das ist also der Großteil der ursprünglichen On-Prem-Pakete gewesen. Und das Ganze ist lauffähig eben unter einem nackten ABAP-Stack, einem ERP S4 oder dann auch auf der BTP im ABAP-Environment. Dann hier unten haben wir noch Pakete, also dedizierte On-Prem-Pakete. Die sind erst im Laufe der Migration entstanden. Da haben wir einfach On-Prem-Bestandteile rausgelöst, die wir nicht migrieren wollten. Komme ich später nochmal drauf, damit also der fachliche Kern weiter Any-Platform-like lauffähig ist. Und da sind auch plattformspezifische Implementierungen drin, die jetzt nur on-prem funktionieren und nicht mehr in der Cloud. So, und wenn wir jetzt diese Pakete hier zusammennehmen, dann ist das also IDE Cloud. Und der unteren Teil hier ist die On-Prem-Variante, die sich aber einen großen fachlichen Kern, diese eine Codelinie eben, dann auch teilen. So, wie sind wir generell vorgegangen? Wenn man Code in die Cloud bringen möchte, dann funktioniert das über einen ABAP-Git-Import. Dabei ist es hilfreich zu wissen, dass ABAP-Git bereits von sich aus dafür sorgt, dass Objekttypen, die nicht unterstützt werden, schon rausgefiltert werden. Also beispielsweise Suchhilfen, ausführbare Programme, generierte Pflegerdialoge oder beispielsweise auch Suchhilfeanbindungen in Strukturen. Ja, also wo einzelne Bestandteile von Entwicklungsobjekten, die werden rausgefiltert. Und Entwicklungsobjekte sind dann im ABAP-Environment erstmal inaktiv vorhanden. Wir sind dann hergegangen und haben die fehlerhaften Entwicklungsobjekte durchaktiviert und damit das ATC darauf aufsetzen kann.
Und dann haben wir also parallel in dem Problems View zu den einzelnen Entwicklungsobjekten beziehungsweise über das ABAP Test Cockpit dann die Befunde on-prem kompatibel, any platform-like behoben und dann periodisch die Entwicklungsobjekte in die Cloud wieder gemacht. So, ab einem gewissen Punkt in der Migration hat man dann aktivierbare Entwicklungsobjekte. Und da geht es dann darum, in einem zweiten Teil einer Custom Code Migration zu sagen, okay, jetzt verschale ich die Fachkomponenten mit RAP und fasse sie dann in die Anwendungsinfrastruktur, die im ABAP-Environment zu Hause ist oder angeboten wird. Beispiel IAM, beispielsweise ein Fiori UI, beispielsweise Backend-Konnektivität, das da einzufassen. So, welche Designtaktiken haben wir dabei verwendet? Das ist zum einen die kompatible Änderung. Dann B wäre, dass wir Plattformunterschiede rausseparieren. C ist, wir verschieben, das ist die Paketverschiebung, wir verschieben einzelne Entwicklungsobjekte in ein anderes Paket. Und D ist die Cloud-Only-Implementierung. So, die kompatible Änderung bedeutet, dass wir Any-Platform-like maximal portabel die Befunde on-prem lösen möchten. Und das hatte für uns also oberste Priorität aufgrund der Projektsituation und der Anforderungen. Und einige Beispiele davon sind oder betreffen häufig, dass nicht freigegebene Entwicklungsobjekte verwendet werden. Das ist also eigentlich ein Großteil der Arbeit, die da drin steckt. Beispielsweise für einen Boolean-Datentyp haben wir ein eigenes Datenelement für verwendet und das entsprechend in den Schnittstellen zur Typisierung verwendet. Wenn eine Struktur nicht freigegeben ist, dann kann es durchaus handy sein, hilfreich sein, da einen lokalen Datentyp zu deklarieren, wenn die Abhängigkeiten das zulassen. Ja. Oder als sehr pragmatischen Ansatz, wenn eine Domäne nicht freigegeben ist und wir die auch nur einmal verwenden, ja, oder wenn das sozusagen technisch sinnvoll ist, dann haben wir den Domänenbezug einfach im Datenelement entfernt und den eingebauten Dedic-Typ direkt im Datenelement verwendet. Also da, wo es sinnvoll, technisch sinnvoll ist, war das ein ganz pragmatischer Ansatz. So, B wäre, wir wollen Plattformunterschiede auslagern. Das betrifft vor allem eben API-Unterschiede on-prem und ABAP-Environment. Und die werden in verschiedene implementierende Klassen ausgelagert. Eine Implementierung verwendet die Public API unter Steampunk. Die andere Implementierung hat eine Dependency in Richtung der On-Prem API. Das ist eine Designtaktik, die wir sehr häufig auch verwendet haben. Am Anfang des Projektes war es so, dass wir noch nicht auf Sydatum zugreifen durften, was in einem Syntaxfehler resultierte. Mittlerweile ist das ja nicht mehr so. Wie wir vorhin gehört haben, geht es ja über die CLA-Kontext-Info-Klasse. Gut war dabei, wir hatten bereits in Teilen den Zugriff auf Systemdatum hinter ein Interface verschalt, damit wir gut testen können, damit wir in Testfällen entsprechende stabile Testkonstellationen hinterlegen können. Das haben wir dann einfach weit ausgeweitet, ja, auf die Code-Basis. Oder für Remote-Aufrufe, die Ermittlung der RFC-Destination geht unter Steampunk ein bisschen anders. Das haben wir dann auch so entsprechend verschalt. Utility-Funktionen wie etwa die String-Konvertierung oder auch die Verarbeitung von XML. Da gibt es leichte Unterschiede in der API unter Steampunk im Vergleich zu On-Prem. Hier ein Beispiel dafür, nämlich die Nummernvergabe. Das heißt, wir haben einen Nummernkreisintervall und da wollen wir die nächste Nummer ziehen. Da haben wir also im Any-Plattform-Anteil
der Lösung ein Interface deklariert, das also neutral, was die Plattform selbst betrifft, deklariert ist, und eine Methode Next Number, die einfach das Nummernkreisintervall nach der nächsten freien Nummer befragt und diese zurückliefert. Also dann haben wir für den Konsumenten eine Factory-Klasse mit einer statischen Methode, die dann dynamisch die jeweilige Implementierung zieht. Ja? Und das kann also zum einen eine Cloud-Only-Implementierung sein, dieses Interfaces, die dann hier die CL-Number-Range-Runtime verwendet, um eine neue Nummer zu ziehen. Oder das kann eine On-Prem-Variante sein, die dann den klassischen Funktionsbaustein Number-Next verwendet. So C, die Paketverschiebung, das ist eine Designtaktik, die wir verwendet haben, um einzelne Entwicklungsobjekte, die wir nicht migrieren wollen, die bestimmte Abhängigkeiten haben, die wir so in der Cloud nicht abbilden wollen, was jetzt eben nicht schon auf Paketebene gelöst werden kann, wo wir sagen, dieses eine Paket, das nehmen wir gar nicht erst mit, sondern um ein Paket, das kompatibel gehalten werden soll, auch so in diesem Zustand zu bekommen, haben wir einfach ein eigenes On-Prem-Paket oder eigene Pakete angelegt, die Fachkomponente und die entsprechenden Entwicklungsobjekte da rein verschoben. So, was wir also aber nicht gemacht haben, ist, dass wir die, sagen wir, gefilterten Entwicklungsobjekte von ABAP-Git beim Import, die haben wir jetzt nicht irgendwie separat verschoben, weil wir gesagt haben, ein Report oder ein ausführbares Programm macht unter Steampunk keinen Sinn. Deswegen müssen wir das verschieben. Das haben wir nicht gemacht, weil das Entwicklungsobjekt ja ohnehin nicht mitkommt. Die Cloud-Only-Implementierung, die sieht an sich vor, wirklich also auf dem einen fachlichen Kern, dem kompatiblen, aufzusetzen und dort dann sozusagen vollkommen frei mit den Möglichkeiten, die Steampunk anbietet, zu entwickeln. Dafür gibt es natürlich eine eigene Paketstruktur, die mit dem Deployment-Modell unter Steampunk zusammenhängt. Denn das Deployment in eine produktive Umgebung beispielsweise, es funktioniert über Software-Komponenten und über die Managed Software-Component-App. Wenn dann ein Klon ins Entwicklungssystem erfolgt, dann wird da ein Strukturpaket angelegt, das also korrespondiert mit der Software-Komponente. Und darunter kann man sich dann austoben. Inhaltliche sind dann im Wesentlichen natürlich die RAP-Artefakte mit CDS-Entitäten, der Behavior Definition und der Implementierung, Annotationen in Metadata Extensions zum Beispiel, die Fiori UIs, IAM-Objekte und eben auch die plattformspezifischen Implementierungen, die wir in der Design-Taktik B schon kennengelernt haben. So, dann mit dem ABAP for Cloud Development, also mit dem Sprachumfang selbst, dem bereinigten Sprachumfang, das war so im Projekt unproblematisch. Aber eine Sache, die dann im Laufe des Projektes entstanden ist, eben, was machen wir mit unserer OpenSQL-Syntax, die natürlich noch sozusagen die alte OpenSQL-Syntax ist und es dann klar war und auch verständlicherweise klar ist, dass es unter Steampunk nicht unterstützt wird. Was machen wir jetzt damit? Und da muss man sagen, da hatten wir nur in Teilen Datenbankzugriffe in eine Data Access Objects ausgelagert, häufig aus Gründen der Testbarkeit, aber wir haben es halt nicht überall gemacht. Ja. Also, und dann war eben jetzt die Frage, gefährdet das jetzt unsere gesetzten Projektziele einer größeren Codebasis, die kompatibel lauffähig ist in verschiedenen Umgebungen? Glücklicherweise kam das aber Testcockpit hier zu Hilfe
und hat die Situation entschärft, nämlich dadurch, dass es einen Quickfix mit Massenänderungsfunktion gibt, der die alte in die neue Syntax überführt. Und zu dem Zeitpunkt im Projekt war es auch so, dass die hauptsächliche Arbeit da auch schon an den Cloud-Only-Komponenten dann erfolgt ist. Natürlich nicht nur, aber das hat sozusagen die Situation dadurch auch ein bisschen entschärft, als dass dann der periodische Import, den haben wir also immer manuell angestoßen, in die Cloud, der war dann nicht mehr so häufig. Das heißt, wir haben uns also dagegen entschieden, die OpenSQL Statements rauszurefactoren und dann für den Weg entschieden, dass es eben einen gewissen kleineren manuellen Eingriff gibt, wenn also das On-Prem-Coding oder der kompatible Kern in die Cloud geht, dass das eben vertretbar ist. Ja. Also hier ein kleines Beispiel dazu. Wenn das ATC mit der ABAP Cloud Readiness Prüfvariante hier eben zuschlägt und OpenSQL Sprachsyntax moniert, dann kann man also über einen Quickfix und auch hier sieht man nur ein Entwicklungsobjekt, aber über verschiedene Entwicklungsobjekte hinweg einfach die Syntax anpassen lassen. So, dann, jetzt sind wir projektmäßig an einem Zeitpunkt, wo wir aktivierbare Entwicklungsobjekte unter Steampunk haben. Was wir noch nicht haben, ist, wir haben keine OData API, wir haben kein Fiori UI infolgedessen. Und wenn wir also den Stack weiter nach unten gehen, dann wird es also darum gehen, die Anwendung mit dem ABAP RESTful Application Programming Model mit RAP zu verschalen, sie dadurch auch zu modernisieren. Zum anderen auch OData Services exponieren zu können. So, die erste Frage ist hierbei der nach dem RAP-Szenario. Ja, also wenn wir ein RAP-Business-Objekt haben, dann ist eine Grundsatzentscheidung, wie die Implementierung des RAP-BOs bereitgestellt wird. Wenn man jetzt sich überlegt, wir wollen Alt-Coding, Legacy-Coding in RAP integrieren, dann könnte vielleicht erstmal sagen, ah ja, dann muss das RAP-BOs auf jeden Fall unmanaged sein, weil da habe ich ja, das ist ja dafür gedacht und da habe ich ja auch maximale Flexibilität. Also wir werden sehen, ob das ja der Fall ist. Und bevor wir uns das genauer anschauen, möchte ich darauf eingehen, wie wir insgesamt dabei vorgegangen sind, ja, Geschäftslogik oder Fachlogik hier mit RAP zu verschalten. Und zwar, wir haben uns unsere API, so ein Service Layer angeschaut, wie der implementiert ist, was der anbietet und natürlich, welche Geschäftsobjekte gibt es und welche API-Operationen sind da vorhanden. So, das ist in IDEXACT so, dass es je Geschäftsobjekt eine Funktionsgruppe gibt mit den Quad-Funktionalitäten Create, Read, Update, Delete. Und zwar, ja, kann sich vorstellen, API-Style, auch von der Granularität her. Also das heißt zum Beispiel die EDI-Nachricht selbst, die mit die abhängige Entitäten noch hat, mit den Schritten und Referenzen. Das ist also ein Geschäftsobjekt. Und dafür gibt es eine Funktionsgruppe mit entsprechenden Operationen. Dann haben wir noch spezifische Operationen im Geschäftsobjekt, die also über die Quad-Operationen hinausgehen. Beispielsweise die EDI-Nachricht als zentrales Bewegungsdatum hat Operationen, um die Nachricht zu verarbeiten, ja, oder die Verarbeitung fortzusetzen oder beispielsweise die Nachricht zu kopieren. Und wir haben in Teilen auch Validierungsoperationen, die Bestandteil der API sind und die einfach Daten eines Geschäftsobjektes entgegennehmen, auf Konsistenz prüfen und das dann einfach zurückliefern. Die API stateless implementiert.
Das bedeutet, es gibt hier auch kein Transaktionspufferkonzept, das wir verwenden. Die Funktionsbausteine lassen sich, ich sage mal, in beliebiger Reihenfolge aufrufen. Die Aufrufe sind nicht voneinander abhängig und da gibt es auch jetzt kein globales Memory, das die Funktionsbausteine dann jeweils verändern, weil wir haben ja dahinter, das ist lediglich der Service Layer, dahinter ist dann je nach Funktionalität, die wir implementieren, ist es RO implementiert oder prozedural. Das kommt dann darauf an. So, und die ändernden API-Operationen, die führen also direkt Datenbankoperationen durch. Also nach erfolgter Konsistenzprüfung werden dann also OpenSQL-Statements abgesetzt. Und die generelle Überlegung hierbei ist immer, wie passt das, wie kann ich das ins RAP-Transaktionsmodell integrieren? Also in der Interaktionsphase mit dem Konzept des Transaktionspuffers, das RAP anbietet, und der Speichersequenz, die dann erfolgt. So, wir wollen uns erstmal die lesenden Zugriffe anschauen. Da sind wir so vorgegangen, dass die lesenden Zugriffe vollständig über Core Data Services abgebildet werden und die gleichzeitig natürlich das Datenmodell für das jeweilige RAP-BO darstellen. Das bedeutet, wir haben also hier jetzt eine neue API über CDS und logischerweise Berechtigungsprüfen über die CDS-Zugriffskontrollen. Und das haben wir für alle Geschäftsobjekte gemacht. Das bedeutet in dem Fall, wir haben also die Legacy API nicht verwendet, kein Reuse. Und das war vertretbar, weil es wenig komplexe lesende Zugriffe sind und auch die Änderungshäufigkeit in der Vergangenheit jetzt sehr gering war, sodass wir an der Stelle gesagt haben, das ist also vertretbar, diesen Weg zu gehen. Es gab zwei Ausnahmen. Eine davon ist nämlich, es gibt in EDExact eine Monitoring-Komponente, an die Fachkomponenten angeschlossen sind und die den jeweiligen überwachungswürdigen Zustand melden können. Also zum Beispiel, ob ein Verarbeitungsjob auf einen Fehler gelaufen ist oder eine EDI-Nachricht nicht verarbeitet werden konnte oder ob ein Zielsystem, ob das erreichbar ist oder nicht. So, und das sind Berechnungen, die einfach zur Laufzeit passieren und dann im UI in der Monitoring-Ansicht zum Beispiel dargestellt werden sollen. Das haben wir gelöst mit Custom CDS Entities. Da gibt es also eine Entität, die diese Monitoring-Berechnungen repräsentiert und komplett unmanaged implementiert ist, also eine unmanaged Query darstellt. Und somit eignen sich dann die Custom CDS Entities, um Unterschiede in der Datenbeschaffung oder auch Unterschiede in einem Datenmodell. Also man kann damit zum Beispiel ein generisches Datenmodell auf ein typisiertes Datenmodell das mappen, ja, also oder überbrücken. Solche Dinge kann man mit Custom CDS Entities realisieren. Und in dem Fall hier haben wir diesen lesenden Zugriff auf die Monitoring-Komponente, die konnten wir hier wieder verwenden. Beispiel Coding hier. Also es ist notwendig, den RAP Query Provider, dieses Interface mit der Select-Methode zu implementieren. Hier verwenden wir die Alt-API, die der Monitoring-Infrastruktur, die dann entsprechende Monitoring zum Objektknoten zurückliefert mit jeweiligen Überwachungszuständen, einzelnen Systembestandteile. Dann wird einfach der Legacy-Datentyp, der hier mit unter LT-Nodes einfach zurückgeliefert wird, wird konvertiert in die Custom CDS Entity und zurückgeliefert. Und natürlich muss noch die Implementierung des Unmanaged Query-Kontraktes hier natürlich erfolgen. Das heißt, Filterbedingungen ausgewertet werden, die Sortierung
und der Leitlinie. So, das waren die lesenden Zugriffe. Wie sieht es mit den schreibenden Zugriffen aus? Da haben wir zum einen natürlich klassisches Customizing, ja, wo wir also generierte Pflegedialoge abgelöst haben. Das waren ein- oder mehrstufige Customizing-Daten und die haben wir komplett mit dem Managed-Szenario abgebildet. Das war also sehr einfach möglich damit. Stammdaten mit den änderten Operationen. Da haben wir jetzt das Managed-Szenario auch gewählt, aber dann gesagt, wir nehmen ein Unmanaged-Safe. Das bedeutet, dass die Interaktionsphase, die ist gemanagt von der RAP Runtime, also der Transaktionspuffer, der vorgehalten wird, der geändert wird durch Anlageänderungs-Löschoperationen. Darum müssen wir uns gar nicht kümmern. Wir hatten dieses Konzept auch ohnehin nicht in der API, also die war ja stateless implementiert. Dann haben wir unsere Validierungs-API, also auch ein eigener Funktionsbaustein, per Validation integriert, um Datenkonsistenz zu gewährleisten, bevor eben der Safe Modified im Speicherhändler dann auch gerufen wird. Und im Safe Modified, da haben wir dann unsere, die Alt-API auch aufgerufen, die ja dann direkt im Endeffekt Datenbankoperationen durchführen. Und daher war das auch die geeignete Stelle dafür. So, wir haben einen Spezialfall auch hier bei den schreibenden Zugriffen, nämlich das Bewegungsdatum der EDI-Nachricht. Da ist nämlich die Verarbeitungslogik komplex und die passt auch nicht ins RAP-Transaktionsmodell rein. Das ist nämlich so, wir hatten eingangs gesehen, eine EDI-Nachricht hat Kopfdaten, hat aber auch Verarbeitungsschritte und also Konvertierungsschritte zum Beispiel oder dass Referenzen aus der Nachricht ermittelt werden oder andere Dinge passieren. Und nach jedem dieser Verarbeitungsschritte, die erfolgreich ablaufen können oder fehlschlagen können, wird ein Commit Work eben durchgeführt oder eine Rollback-Aktion. Und wir wollen somit eben gewährleisten, dass die Nachrichtenverarbeitung also komplett konsistent, nicht egal, was letztlich in dem Verarbeitungsschritt passiert, dass es getrackt wird. Ja. Also eine sichere Verarbeitung einer EDI-Nachricht. Also da jetzt das RAP-Transaktionsmodell selber die Hand drauf hat, über das transaktionale Grenzen zu ziehen, konnten wir das so nicht direkt einbauen und haben als Workaround unsere Legacy-API in einen parallelen Task gerappt und den dann asynchron entsprechend aufgerufen. Und somit kümmert sich die Legacy-API auch weiterhin um das ganze Transaktionshandling, Sperrverhalten und eben die Transaktionsgrenzen selbst zu ziehen. Hat auch gut funktioniert. So, nun zu zwei Querschnittsthemen, nämlich dem UI und Multi-Tenancy. Wohl wissend, dass es viele weitere Querschnittsthemen gibt, die im Rahmen des Projektes relevant waren. Aber hier mal ein Screenshot von EDI Cloud, wie das unter Steampunk aussieht. Und zwar ist es so, dass wir das Fury Launchpad von Steampunk selbst verwendet haben und da die Fury-Applikation zur Verfügung stellen. Das funktioniert in der Cloud anders als on-prem oder noch anders. Das gleicht sich ja immer mehr an. In dem Fall hier verwenden wir statt Kachelgruppen und Katalogen Spaces und Pages, das Konzept. Und hier
sehen wir den EDI-Nachrichtenmonitor mit den entsprechenden EDI-Nachrichten. Das haben wir also als Fury Elements List Report auf Basis der EDI-Nachricht, also auf Basis des RAP-BOs erstellt. Und da gibt es auch eine kleine Erweiterung, nämlich die Anlegen-Operation. Das ist jetzt hier keine, die auf Basis der Create-Operation von RAP eben exponiert wird, weil gleich hier gerendert wird, sondern es ist eine Custom-Action. Warum? Weil wir auch das Eröffnen von einer EDI-Nachricht über einen File-Upload durch den EDI-Berater im Einführungsprojekt beispielsweise ermöglichen möchten. Und zu dem Zeitpunkt hat also RAP noch nicht nativ unterstützt, mit Binärdaten umzugehen. Deswegen haben wir hier einen kleinen Workaround gebaut, den File-Upload da sozusagen selbst implementiert und dann aber im Hintergrund schon eine RAP-Action aufrufen können über die EML als lokalen Aufruf, wo dann Binärdaten übergeben werden und dann damit eine EDI-Nachricht eröffnet wird. So, dann zum Multi-Tenancy-Thema bzw. der SaaS-Fähigkeit. Da ist es generell so wichtig, dass man den Multi-Tenancy-Development-Guideline der SAP beachtet. Ja, der ist in der Online-Hilfe zu finden. In unserem Projekt war es so, dass es da keine nennenswerten Befunde gab. Also unsere Datenbanktabellen sind mandantenabhängig von Haus aus gewesen, als Beispiel. Und die Anwendung also ohne weiteres Multi-Tenancy-fähig war. Und was auch da in diesem Kontext zu beachten ist, es benötigt eine eigene App-Router-Komponente, wenn man eine SaaS-fähige Lösung haben möchte. Das ist eine, die Node-basiert ist und die man sich generieren lassen kann. Aber es ist eben ein Non-ABAP-Bestandteil. Diese Komponente ist fürs Routing verantwortlich, also mit einer URL, mit der man reinkommt, die dann zu routen auf den entsprechenden Mandanten beispielsweise. Oder die wird auch verwendet, wenn ein neuer Kundenmandant im produktiven System provisioniert wird. Genau, Stichwort Provisionierung von Kundentenants. Da ist es so, dass aktuell da noch manueller Aufwand auf Ebene der SAP-BTP selbst notwendig ist, beispielsweise einen BTP-SAP-Account anzulegen für den entsprechenden Kunden. Auch die Spaces und Pages, die müssen noch manuell angelegt werden. Also da gibt es Stand heute kein Konzept, die zu transportieren in eine Produktivumgebung. Und generell ist es auch so, dass initiales Customizing, Datenbankeinträge, die einfach von Haus aus da sein müssen, damit EDI-Accept funktioniert, die kriegen wir jetzt nur über die Business-Konfiguration in den 100er-Mandanten rein. Stand heute. Das heißt in den System-Mandanten, aber auf dem Weg nicht in die entsprechenden produktiven Kundentenants. Das heißt, auch hier haben wir einen Workaround gebaut, indem wir aus dem führenden On-Prem-Mandanten für das Initial-Customizing das Customizing in den entsprechenden Kundentenant initial damit bestücken. Und damit war das dann auch möglich. So, zum Fazit des Custom Code Migration Projektes. Generell würde ich sagen, dass es man gut beraten ist, diesen Migrationsaufwand nicht zu unterschätzen. Denn eine Custom Code Migration, das ist deutlich mehr als ich passe den Quellcode an oder passe meine Entwicklungsobjekte an, sodass sie aktivierbar sind unter Steampunk. Denn, wie ich schon gesagt habe, es gibt eine neue Anwendungsinfrastruktur, was potenziell neue Themen sind, aber auch eine Menge in Schwung an weiteren Themen. Das fängt eben an bei einer Entwicklungsumgebung, möglicherweise auch fürs UI, Visual Studio Code oder das Business Application Studio. Man braucht Git-Repositories. Ist jetzt alles kein Hexenwerk, aber wenn so eine Infrastruktur noch nicht da ist,
ja, dann ist es einfach mit einfach Aufwand versehen. Ne? Dann haben wir auf BTP-Ebene, noch gar nicht auf Steampunk-Ebene, auf BTP-Ebene zum Beispiel das Account-Modell, das hier relevant ist, RAP mit einer entsprechenden Lernkurve, auch wenn wir da viel geschenkt bekommen, so, aber um reinzukommen, klar, da braucht es auch erstmal einen gewissen, ja, einen gewissen Aufwand, sage ich mal. Zu den Anwendungsinfrastrukturkomponenten habe ich schon was gesagt. Und generell würde ich sagen, auch als Fazit, dass die Workarounds über die Mittel von Steampunk tatsächlich wirklich kreativ möglich sind. Ja. Also da gibt es einen aufgeräumten Werkzeugkasten, wo man kreativ kombinieren kann. Also aus unserer Erfahrung nach eine schöne Sache. Zweites abschließendes Fazit, bei der Tenant-Provisionierung ist es so, da ist auf jeden Fall deutlich Optimierungspotenzial noch vorhanden. Sowohl, dass man beispielsweise APIs der SAP selbst verwendet, um zum Beispiel so einen SAP-Account anzulegen, als auch ja, bei der Tenant-Provisionierung oder Bestückung selbst mit Initial-Customizing. Genau, das sind so die zwei Punkte, die ich da sehe. Die eine Code-Linien-Strategie, die war für den Übergang eine sehr gut gewählte Entscheidung. Im Laufe der Zeit gab es da ein paar Einschränkungen, wo wir gesagt haben, wir müssen da ein bisschen angepassten Ansatz wählen, was aber auch gut geklappt hat. Generell ist jetzt sozusagen eher ein Cloud-First-Ansatz gewählt bei neuen Funktionen, also gerade zum Beispiel, wenn es auch ums UI geht und die Möglichkeiten von Fiori Elements so weiter auszuschöpfen, auszudehnen, dann wird es halt in der Cloud passieren. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich den großen kompatiblen Kern, der hier nochmal großen Spielraum lässt. Und last but not least, das RAP-Managed-Szenario, das ist für mehr Fälle nutzbar als zunächst angenommen. Auch sehr positiv. Also Stichwort mit dem Unmanaged Sale. Und damit möchte ich hier diese Session abschließen und vielleicht auch noch darauf hinweisen auf das RAP-Buch, wo ich Co-Autor bin, wo auch ein paar schöne Sachen zu RAP und dem BTP-Environment drinstehen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Matthias. War sehr, sehr umfangreicher Vortrag. Man sieht, es geht wirklich nicht nur um Code, sondern es sind viele andere Sachen, die man bedenken muss, berücksichtigen muss, auf die man erst während der Umstellung draufkommt. Danke für die Infos und wir hören dich dann später nochmal in der Mitte Speaker Session.